Hey, was ist jetzt los? Ist sie wieder in ihrem Traum oder was? Oh, ein Geisterreh. Schnell zurückspulen, wo ich von einem Stein erschlagen werde. Schneller sein sollen wahrscheinlich, oder? Verdammt, da wurde von einem Baum erschlagen. Perfekt. So, hier geht's wieder hoch zum Leuchtturm. Verdammt. Ein böses Reh. Das ist böse. Oh mein Gott! Der Tornado ist zurück! Ja, das haben wir schon mal erlebt. Oh, der Leuchtturm ist abgerissen. Direkt in Zeitung. October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Okay, das ist in der Zukunft. Scheinbar kann sie in die Zukunft schauen. In der Zukunft wütet hier wahrscheinlich ein böser Tornado. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Okay, es schneit. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Ja, genau. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Second one.
Alle wundern sich, dass es bei 25 Grad schneit. Rachel passiert. Eine Trophäe erhalten. Okay, Episode 1 abgeschlossen. Das ist schade. Das heißt, es gibt nur noch 4 weitere Episoden. Ja, mach ich noch weiter oder machen wir beim nächsten Mal weiter? Ich glaube, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ah, ich habe einige Fotos verpasst. Das heißt, ich muss diese Episode auf jeden Fall nochmal spielen, damit ich alle Fotos machen kann. Scheinbar gibt es für jedes Foto eine Trophäe, das werde ich mir gleich mal angucken, für was es die ganzen Trophäen gibt. Schade, dass die Episoden so kurz sind. Jetzt weiß ich auch, warum das Spiel nur 30 Euro gekostet hat. Wenn jede Episode nur so kurz ist, dass es nur 5 Episoden gibt, das ist schade. Das ist wirklich schade. Aber es ist ein cooles Spiel, also mehr so Geschichte erzählend und storylastig und sowas. Viele Dialoge, die man führen muss. Jetzt nicht ziemlich actionhaltig, aber es ist cool, macht Spaß. Immer gerne ein bisschen beim zweiten Mal durchspielen, da werde ich mal ein bisschen anders vorgehen. Da werde ich einfach mal das komplette Gegenteil von dem machen, was ich jetzt mache und sowas. Gucken, wie sich das dann auf die Story, wie das die Story beeinflusst. Das ist echt cool. Ja, jetzt können wir uns hier die Credits angucken. Aber wir können die Credits auch überspringen. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier so ein kleines Checkbuch, was wir gemacht haben. So. Heißt das 64%, du hast Nathan gemeldet. Das haben wir ja gemacht. Du hast die Wahrheit verheimlicht, hätte 36% gegeben, oder wie? So, dann haben wir Victoria verspottet. Das war vielleicht scheinbar ein Fehler, weil wir hätten Victoria trösten sollen. Gut, das ist scheißegal. Dann haben wir da eingegriffen, als Kate von dem Vater belästigt wurde. Das war gut, 81%. Ah, scheinbar, weil wir das nicht alles beim ersten Mal so gemacht haben, weil wir ein bisschen beim ersten Mal falsch gehandelt haben, dann die Zeit nochmal zurückgespult haben und dann erst gab es dann wohl irgendwie nicht 100%, sondern ja. So, dann, du hast die Schuld auf dich genommen, haben wir, das haben wir sofort gemacht, ne? Ja, versteckt haben wir uns nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns hätten verstecken sollen. Ich hätte zurückspulen können, nochmal nach dem Versteck suchen können, aber habe ich nicht gemacht. Naja. Guck mal hier, die ganzen Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben Porträt zeichnen lassen. Ich verstehe das nicht. Warum diese Prozente? Wo kommt das her? Du hast Daniel dein Porträt zeichnen lassen, 47%. Ist ja richtig. Wir haben es ja beim ersten. Was beim ersten Mal machen lassen oder habe ich zurückgespult? Weiß es gar nicht. Dann ist Grants Petition unterschrieben, 46%. Warte mal, ich glaube, das ist wie viel der Spieler diesen Weg gegangen sind. So, und 47% haben Porträt zeichnen lassen. Das ist es, glaube ich, eher dann, ja. Okay, das ist die ganzen Möglichkeiten, die man gehabt hat. Du hast Kates Tafel nicht sauber gewischt, okay. Wir hätten dann eine Beleidigung wegwischen können. Du hast deine Pflanze gegossen. Das habe ich auch gemacht. Das haben auch 67% aller anderen Spieler gemacht. Wenn das richtig ist. Wenn das falsch ist, korrigiert mich bitte. Den Test nicht angefasst. Okay. Warum auch? Ich habe gar keinen Test gesehen. Schwangerschaftstest, so wie es aussieht, lag da irgendwo. Okay. Die Fotos neu geordnet haben auch nicht alle gemacht. Das habe ich gemacht. Wohnmobil geschrieben. Du hast den Vogel sterben lassen. Das haben auch 52% aller anderen Spieler gemacht. 48% haben den Vogel gerettet. Ich hätte den Vogel auch gerne gerettet, aber ich habe es leider zu spät gecheckt, wie ich das machen muss. Von daher musste der kleine, liebe Piet, mal sterben. Naja, beim nächsten Mal werde ich den Vogel retten, weil wir da hätten, glaube ich, auch ein Foto machen können. Mir haben noch einige Fotos gefehlt. Da, die Schneekugel habe ich zerbrochen. Ist die Schneekugel nicht zerbrochen, okay. Ich habe auch irgendwie vergessen, so einen Donut zu fotografieren. Ja, du hast beim Durchsuchen von Davids Sachen Spuren hinterlassen. Ja, es ist blöd gelaufen, hätte ich zurückspulen sollen, damit ich die Spuren nicht hinterlasse. Akten gelesen. Ja, das war's.
aktualisieren. Na gut, verlassen. Ja, das war Kapitel 1, ich glaube. Episode 2, Out of Time. Ja, die liegt dabei. Jetzt könnte ich die zweite Episode spielen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das heißt, ich mache jetzt Schluss für heute. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei zugeschaut hast. Ich würde sagen, hoffentlich bist du auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich weiterspiele. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wie auch immer. Bis dahin, mach's gut und dann beende ich den Stream an dieser Stelle. Ciao.